Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei From Zero to Hero und das Ganze natürlich wieder live aus dem Livestream mit unserem Lieblingsduellanten, dem lieben Manu. Hallo. Und natürlich unseren wundervollen LU heute zu Gast natürlich, beziehungsweise anwesend der Dietmar, der Schwabbel alias Dracula Witzka, der Yannick, die Marie, der Pamu, der Steffen und der Tino ist mit da. Natürlich im LU-Channel, meine Liebe, ne? Ich muss schon richtig vorlesen. Okay, dann lies Schwabbel richtig vor mit seinen Namen. Dr. Akula Witzka. Ja. Schwabbel ist so unser kleiner Witzbold. Muss man sagen. Fragen schon wieder Junge immer auf solche Namen kommen. Ach, Mist, Horgen. Ja. Habe ich noch nicht eingerichtet. Können die Frau Strafkammer vorbei? Oh nee, der Herr Gott, Strafkammer. Um Gottes Willen, hab ich schon als Frau gemacht. Machen wir nach dem Stream. Jetzt setzt es wieder. Wickeln, was das Zeug hält, meine Lieben. Und schauen, was der Global Market aufnehmen kann. An Ballen. Das war halt auch geil, ne? Wo wir einfach mal den Global Markets so vollgeballert haben, ne? Dass da gar nichts mehr ging. Wusste gar nicht, dass das geht. Das war krass, ja. War schön. Und er hat's entdeckt, ich. Ja, der liebe Milo hat's natürlich entdeckt. Natürlich, so muss das sein. So, ich bin mal kurz LU. Hallo. Hallo, liebes LU. Hallo. Hallo. Aktuell habe ich einen LU-Mitarbeiter beschäftigt hier beim Dreschen. Mhm. Und sicherlich noch einen beim Tiefenlockern. Oder? Nein. Ist das schon durch? Durch. Also quasi zwei LUler frei. Richtig. Okili dokili. So, die 30 ist angesehen, ne? So wie ich das sehe. Könnte dann einer vom LU bitte auf der 22 und 23 Kalk streuen? Der steht sogar schon am Feldrand, hat nur auf den Auftrag gewartet. Oh, eine sehr schön. Ja, 23 müsste erst noch gegrubbert werden. Ach, das müsste erst grubbern und dann kalken, ne? Ja. Okay, ja gut, dann so bitte fertig machen. Und der andere LUler bitte... Genau, warte mal. Ja, der andere LUler bitte 12 und 13 gegen Unkraut spritzen. Und mal bitte Bescheid sagen, wenn er dann wieder frei ist. Das war es dann soweit. Alles klar. Danke. Im Vergleich zum letzten Mal echt niedrig. Ja, wieder alle im Urlaub. Moin, so, mal kurz was aufheben. Der Markus hat gecheert mit 300 Bits. Markus, vielen, vielen Dank dafür. Gibt es natürlich das Herz, was von Herzen kommt. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Auch natürlich an alle keine anderen Böcke. Mit dem Support. Vielen Dank. Geleit. So, mein Lenkrad ist gerade die Tastatur. Ja. Haben wieder Stress ohne Ende. Hast du das? Ja, wir haben halt einen Haufen zu tun. Ne? Das ist halt schon immens, immens, immens. Ich bin gerade am Überlegen, meine Lieben. Wie viel Ballen ihr schon gepresst habt? Boah. Er hat einen Ballenzähler, die wie kommen. Echt? Wo sehe ich denn das? Weiß ich nicht, ich hab's nur letztens gesehen. Ach hier, na eben! Oh, ist ja krass. Also, heftig. Also, gepresste Ballen im Gesamten 555. Gewickelte Ballen heute 214. Ah. Okay. Okay, okay, okay. Okay, bin einfach Ballenkönig. Wie viel hast du, Milo? Oh, geht gerade nicht, sag ich dir, wenn.
bin gerade nicht an der Ballenpresse dran. Ach so. Gerade anderweitig verplant gerade. Ach, diese dumme Scheiße, Alter, echt. Ja. Aber jetzt liegt sie eh da, die. Dann kann ich auch an die Ballenpresse fahren. Das, also klingt nach. Hört sich an nach Paletten. Ja. Oh ja, Paletten sind garstig. Wie sehe ich das jetzt? F1 wahrscheinlich, ne? F1 drücken, ja, ja. Wie viel hast du? Also gesamt 555 und gewickelte Ballen 214. Ach, das ist aber heute. Ja. Ich habe 544. Was? Gesamt. Ja. Und 234 gewickelt. Oha. Bin ich in beiden höher, oder? Gesamt hast du 544. Ja. Habe ich 555. Ah ja, okay. Aber gewickelt. Ja, ja, beim gewickelt bist du. Mehr. Das ist schon krass. Jo, wenn wir es heute noch schaffen, meine Lieben, wenn das LU das so weit hinkriegt mit dem Auftrag, dass derjenige dann heute noch bereit ist, müssen wir mal gucken, ob das so weit aufgeht. Also in meinem kranken Hirn zurechtgesponnen habe. Aber mal schauen. So, auf jeden Fall machen wir ja erstmal die Ballen wieder. Und dann werden wir uns natürlich einen neuen Traktor gönnen, meine Lieben. Der muss dann natürlich irgendwann mal sein, das ist ganz klar. Und ich glaube, den Traktor werden wir dann auch bis zum Ende fahren, den wir uns dann kaufen. Ich kann gar nicht mehr, welcher das ist. So. Richtig. Welcher ist es denn? Da ja. Richtig! Aber der klingt auch geil, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat schön, schön Klang. Müssen halt bloß mal sehen. Axel ist so friedlich, das ist nicht gut. Crisscross, sag doch sowas nicht. Bleib doch einfach mal, es ist doch auch, man kann doch auch mal entspannt miteinander. Ne? Es ist doch, es soll doch auch mal ein Miteinander. Nicht nur ein Gegeneinander. Ich möchte keine Paletten mehr laden. Ich habe da keine Lust mehr. So viele Paletten oder was? Ich weiß nicht, es dauert immer ewig, es ist ekelhaft und. Jetzt fliegt sie gleich wieder nach dem Buktu, ja, und ach. Oder du machst halt mit Spanngurten fest. Ja, das mache ich doch eh. Das Aufladen ist ja die Scheiße. So. Lidl, Ende, nee, also Ende steht noch lange nicht fest, weil wir haben gesagt, wir werden hier versuchen, alles so weit auszuschöpfen, was man hier nur machen kann. Nee, hast du recht. Vom Geld her gesehen, vom Arbeitlichen her überhaupt. Ne? Also wir werden hier definitiv sehr lange Spaß an der Freude haben an dem Projekt. Und ja, es gibt also kein Ende, was da irgendwo feststeht. Ja? Richtig. So. Bei uns macht es Spaß, euch macht es Spaß, so wie wir das sehen. Und deswegen werden wir das hier noch lange zelebrieren, solange uns die Map nicht auseinanderfällt. Was ist denn das? Dann setz doch die Scheiße ab, Mann. Ja, hast recht. Ist leicht gereizt. Ah, diese Palettengrütze, ja, das braucht auch kein Mensch wirklich. Wäre ein LU-Mitarbeiter frei gewesen, hätte der das gemacht. Oh, das ist aber Höchststrafe für einen LU-Mitarbeiter. Ja. Das ist so eine Grotze, diese Ballenscheiße hier, Palettenkram. Ja, man muss halt sagen, die Paletten, so an sich sind sie schon geil, bloß das Laden ist halt echt nervig. Ja, das ist halt wirklich. Wenn die eine andere Physik hätten beim Laden. Was? Palette geflogen. Ich hab eine Palette, ja? Ja. Ich will mich komplett verarschen. Ich habe eine Palette, ja? Ja. Auf den Anhänger gestellt. Ja. Ist gut. Und habe Ich muss kurz zusammenfassen, wie das ging. Du schlimm. Ich habe die Palette auf den Anhänger hinten gestellt. Ja.
bin an den Anhänger rangefahren rückwärts, habe den angehangen, habe die Spanngurte dran gemacht. Ja. Und dann fliegt die letzte Palette, die ich auf den Anhänger gestellt habe, vom Anhänger zurück auf meine Gabel. Ja. Wie jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, anders. Du hast angekoppelt und dann pip, ja. Ich habe den Anhänger angekoppelt und dann ist die Palette vom Anhänger auf meine Gabel vorne geflogen. Okay. Das ist ja wohl absoluter Wahnsinn. Das macht Angst mit den, ja. Mit den Paletten. Aber du hast schon einen größeren Palettenanhänger, ne? Kann das sein? Haben Sie einen blauen, oder? Nee, ich habe den grünen, den ich vorher auch hatte. Mit den zwei Achsen. Aber den Flachbett, ne? Also hier. Yeah. Naja, so ein Palettenanhänger halt, eigentlich für Rundballen. Ja, genau, genau, den meine ich, genau. Ja. Genau. Da macht sich ganz gut, wa? Okay. Ich hab nämlich noch diesen kleinen publischen Anhänger. Ja, das ist Schmutz. Und der wird bei mir jetzt demnächst auch ausgetauscht werden müssen, weil die Masse, die ich da stehen habe an Paletten. Ach, du dumme Sau, bleib doch auf der Gabel, Mann. Ja, ja, ja. Nee, da kommst du mit dem kleinen Ding nicht weit. Das ist halt echt so ein Ding, ne? Wo ganz ehrlich sagen. So. Ja, Manu, dann mach doch so und nutzt doch dann bei der nächsten Aufnahmesession die 15% für Palettenladen. Ja, wahrscheinlich, nee. Wisst ihr, meine Lieben, was geil ist, wenn dann wirklich noch einer dabei ist, wie ich jetzt, mit solchen Kommentaren kommt. Kein Auge. Nein! Oh! Ich kann mir jetzt richtig vorstellen, wie du da vorsitzt und ja. Mein Lieben, noch ist er nicht gemutet. Ist es noch relativ in Ordnung? Ich kann das aber auch so mitfühlen, ne? Mir geht's da nicht anders. Du kannst gerne, ich mache eh das Thumbnail jetzt. Du kannst gerne mal kurz auf meinen Hof gucken, oben beim Schachstall. Sieht so schlimm aus, oder was? Ja. Jetzt habe ich gerade die letzte Palette aufgeladen, ist davon geschossen und hat meinen Traktor umgeworfen dabei. Okay. So schlimm. Warte, da wollen wir mal zu dir kommen. Wollen wir schon mal angucken. Das wirklich. Da flitze ich gern mal in der Folge. Meine Lieben, da flitze ich gern mal in der Folge zum lieben Milo hin. Das. Wenn ihn das schon so viel Nerven kostet, dann kann das ja nur schrecklich sein. So. Oh, diese Eier, warum drehen? Da. Junge, er hat den Du gemacht. So sieht's aus, wenn ich Paletten lade. Ja, unglaublich, Junge. Ich weiß nicht, wie hast du das geschafft? Ja, ich hab die Palette, die hat dann oben den Wickler gemacht. Und hat mich umgeworfen. Unglaublich. Ah, wo hast du alle Paletten drauf gekriegt? Nein, die ist hinten in den Ding reingeflogen. Hinten zu euch? Hinten in die Halle. Hinter wie? Meinem Anhänger. Ach, die Scheiße. Okay, ich geh da mal wieder. Ja, wie krieg ich die Kacke jetzt hier wieder umgedreht? Gar nicht. Ach doch, er fährt noch, schön. Bist du hin und her hubbeln, vielleicht bewegt er sich. Ja, am besten noch gegen meinen Anhänger und er wird komplett abgeleert. Und das wäre. Das wäre heftig. Das wäre sehr, sehr heftig. Aber ich muss mal nebenbei mal gucken, meine Lieben. Mal gucken, ja, preistechnisch, wo wir da sind. Eine Scheiße, Alter. Das geht über keine Kohort. Wollen wir noch ein bisschen sparen, meine Lieben? Da müssen wir noch sparen. Ah, okay, nee, ich muss noch mal was anderes gucken. Auch eine ganze Folge, wer guckt sich denn sowas an in YouTube? Die ganze scheiß Folge, wie ich diesen Anhänger versucht zu beladen. Ich glaube, die werden da sehr amüsiert sein. Aber, also mit dir fühlen. Da fällt keiner durch, 14 Minuten und sieht dann, dass das passiert ist. Ja gut. Herr Fohle, bitte in die Strafkammer, was heißt denn hier schon? Warte, mal kurz unten. Hallo, liebe Strafkammer.
Hallo, einmal bitte, wenn Sie Zeit kurz haben, zum Händler kommen. Mint. Gibt's Ärger oder was? Oh, Strafkammer? Ja, bitte. Sorry. Dicke Luft, gibt's Ärger? Nein. Nicht? Kommen Sie doch mal. Oh mein. Komm her. Es muss doch nicht immer Ärger geben. Naja, hättest du es gleich gesagt, wäre schon nichts da. Aber fast. Er nimmt die Beine schon in die Hand. Ja, gut, ich komm mal. Ja, Frau Strafkammer, Sie sehen, ich wieder bezaubert. Jetzt einmal bitte mitkommen. Also ich finde das ja sehr schön, dass Sie hier Ihre Felder bearbeiten, um Gottes Willen, ne? Aber ja. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Oha, und auch die letztens. Ballen einsammeln und nicht als Verkehrsbehinderung hier auf die auf die Durchfahrt oder wenn sie runtergerollt sein sollten. Ne? Ja, definitiv. Es ist nur ein Hinweis. Es ist kein Ärger oder so. Das ist recht gut, weil, also nehmt es mir nicht vor übel. Ich habe letztens schon überlegt, ob ich zwei vergessen habe, weil wir hier doch schon einige runtergekullert sind. Ja, wie gesagt, räumen Sie sie bitte weg, damit der Verkehr hier auch wieder durchfließen kann. Okay, ich spring dann nachher gleich in den Ladewagen. Habe ich dann noch so viel Zeit, bis ich so weit bin, ja, mit dem Ladewagen? Ja, machen Sie. Ich werde sie auf euer Feld schmeißen. Okay, oh, danke schön. Ja, da kommen wir ja nicht richtig ran. Herr Foley? Ja? Ich bekomme einmal 18.700 Euro von Ihnen. Okay, warte, einen kleinen Moment, ich bin gleich wieder. So. Okay, wie viel haben Sie gesagt? 18.700. 10.700. Einen kleinen Moment. Ich mache gerade Ideenübung. Kennst du Jura? Sicher, natürlich. Ja, kennst du, deswegen ab und zu. Aber ich schaue da nur zu, meistens. Also, es gibt so eine bestimmte. Ja, okay, das retten wir mal privat. Junge. Wie viel waren es? 18.700. Okay. Die Ballen liegen auf ihrem Feld, ja. Dankeschön. So 18.700 müssen raus sein. Ja, die sind angekommen. Wenn ich ganz kurz dazwischen springen darf, ihr Gespann bitte einmal entleeren. Ja, hab gerade gesehen. Mach ich sofort. Ist denn derjenige, jene welche, schon fertig mit dem Unkraut? Nee, ich bin gerade noch dran. Okay. Der Chef persönlich. Ja, holla die Waldfee. Ich hätte dann, darf ich schon einen Folgeauftrag abgeben? Wenn das Unkrautspritzen kurz warten darf? Ja, natürlich, da darf es gerne warten. Kleinen Augenblick. Hier eben mal kurz zurücksetzen wieder alles. Wieder ein bisschen Platz habe. So, Folgeaufträge können angenommen werden. Okay, und zwar wird es sich darum handeln, 22, 23. Die 22 bitte mit Gerste nochmal ansehen. Danach und die 23 bitte mit Mais ansehen. Mit Mais? Mit Mais, ja, bitte. Alles klar. Ich habe eine Popcorn-Bestellung reinbekommen, dann brauchst du Mais. Gerste und Popcorn. Genau, der Mais. Ach so, Mais, ja. Ja, weil der Mais ist ja für die Popcorn-Bestellung. Ne? Ach so. Ding. Okay. Genau. Okay, da war es das schon, liebes LU. Gut, danke, tschüss. Noch eine kleine Frage. Wie viel... aktuell habe ich schon drei Pachtfelder, ne? Ja. Okay. Die habe ich ja alle drei schon so bearbeitet, wie es vorgegeben ist, ne? Also ich besitze die ja, glaube ich, schon lange eigentlich. Ja. Okay. Okay. Gut, okay, da bin ich erstmal weg, danke. Okay, danke, tschüss. In der Woche, dass du mehr Zuschauer hast, das ist einfach Fakt. Das ist einfach Fakt, ne? Ich richte jetzt meinen Dienstplan schon nach deinem Stream. Okay, krass. Das ist heftig. Ah, es ist. Ich habe gerade erklärt, dass es wichtig ist, dass du präsent bist auf Twitch. Ist ja auch für alle, die das mal vorhaben oder so. Ja. Weil ich merke das gerade, in der Zeit, wo ich hier wirklich fast jeden Tag gestreamt habe, weil ich das für die Bewerbung voll haben wollte, da hatte ich ja dann sonntags 200 Zuschauer. Ja.
teilweise. Und jetzt sind es halt 88. Ja. Weil ich halt die ganze Woche auch nicht gestreamt habe und so. Das merkst du halt sofort. Das heißt, wenn ihr mal streamen wollt, auch auf Twitch anfangen oder so, ihr müsst kontinuierlich da sein. Und vor allen Dingen, was man halt auch wirklich dazu sagen muss, egal ob Twitch oder ob YouTube, was wir von vornherein, was wir euch definitiv damit auf den Weg geben können, also den Zahn, dass das ganze Friede, Freude, Eierkuchen locker flockig von da angeht, das können wir euch gleich ziehen. Ja, das stimmt. Ne? Denn da steckt wirklich Arbeit drin, da steckt sehr, sehr viel Zeit drin, meine Lieben. Ja. Und wir haben nicht umsonst, die vielen oder die meisten haben nicht umsonst samstags in dem Sinne frei. Also komplett frei. Ja. Ne? So. Wo man jetzt sagt, okay, man streamt nicht oder wir haben keine Aufnahmen und allem drum und dran. Also Samstag ist generell aufnahmefrei fürs Team. Und ja, wie Manu euch schön erklärt hat, es ist halt bei Twitch ist halt wirklich so, du musst halt wirklich präsent sein, allem drum und dran. Und aber es ist halt so, jeder, der schon irgendwo polarisiert, der gerne redet, der gerne den ganzen Spielspaß von sich selber mit den Zuschauern teilt, er soll das gerne probieren, allem drum und dran. Ne? Und was wirklich das Wichtigste ist, was man euch da sagen kann, bleibt wirklich ihr selber. Bleibt, verstellt euch nicht. Weil er bringt nichts. Das hält man nicht durch. Genau so ist wenn es. Wenn du dich verstellst, das hältst du nicht durch. Und wenn du dann dein wahres Gesicht zeigst, deine wahre Personalität, dann hast du die bei dir sind, quasi von deiner anderen Persönlichkeit überzeugt. Und dann sind die nicht mehr von deiner richtigen. Und dann verlierst du die. Genau so ist es. Wenn du halt von Anfang an straight bleibst und das verkörperst, was du bist, dann kann dir nichts passieren. Genau so. Hast du Zuschauer, wenn sie dich geil finden. Und wenn nicht, hast du es halt nicht. Genau so ist es. Dann brauchst du auch nicht. Genau so ist es. Und außerdem, ich sag mal, der liebe Manu und ich, wir haben einen Vorzug, den wir da halt genießen, der uns da echt zugute kommt. Wir sehen halt verdammt gut aus. Ne? Ach ja, genau. Da kommen wir erst ein dummer Spruch bis mit rein. Oh, ehrlich. Es ist halt wirklich sehr zeitintensiv. Da müsst ihr euch wirklich bewusst sein. Egal ob YouTube oder Twitch, so und vor allen Dingen die Partnerin oder der Partner sollte es auch definitiv irgendwo akzeptieren können. Nicht müssen, aber können. Ne? Ist halt auch immer so eine Sache. Ich würde schon so weit gehen, dass es muss. Weil alleine schaffst du das nicht. Du brauchst jemanden, der den freihält, wenn du es gescheit angehen willst. Definitiv. Definitiv. Und es ist halt auch so, also es ist dann schön, wenn man eine Partnerin hat, die das akzeptiert und alles. Ne? So, weil es nimmt einen halt auch viel Last ab, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. So. Deswegen. So, jetzt machen wir schon wieder Ballen nutzen. Aufnahmeprogramm habe ich das normale OBS, aber ich bin gerade am Tüfteln. Da das Aufnahmeprogramm ein bisschen umzustellen, meine Lieben, weil ich will da noch ein paar Feinheiten, gerade Stream und allem drum und dran, so mit Szenenwechsel und Getüdel, werde ich mich jetzt nächste Woche ransetzen, da mal ein bisschen mich einfuchsen, da was fertig zu machen. Und deswegen, ja, werde ich wo OBS wechseln, beziehungsweise, wie hieß das? Streamlabs OBS? Nee, was hast du, Milo? Wie hieß das? Streamlabs OBS. Genau, Streamlabs OBS, genau so heißt es. Und ja, weil da ist halt mit den Sequenzen, mit den Szenenwechsel sehr, sehr schön, gerade mit den animierten allem drum und dran. Und ja, und mal gucken, ne? Wie und was und wo. Mhm. So. Junge. Die Beine schon wieder sehr. Ich will wieder einen Palettenladen. Wieder. Naja, die Scheiße, die Körbe ausladen von den Eiern. Oh. Aber du könntest eigentlich mal abmoderieren. Das ist schon wieder so weit. Ach, du glaubst es nicht. Hält die Esse fest. Ja gut, meine Lieben, dann, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst ihr sehr gerne das Däumchen da. Und der liebe Manu, der liebe Milo, ist hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne mal drauf schauen, wer noch nicht abonniert hat oder
Follow hat oder sonstiges, ne, da solltet ihr das strikt nachholen, meine Lieben, denn da seid ihr nämlich bei Milo auch immer für den Stand der Dinge. Und ja, wir sagen erstmal Tschüss und Ciao, lasst gerne das Däumchen da, bis zum nächsten Mal. Ciao.